Ich gehe mal davon aus, dass dieser Schalter der Schlüssel dazu ist, die Türen zu aktivieren. Das heißt, ich drücke den Schalter so lange, bis in Kollisioners Raum die Tür aufgeht. Dieser Schalter scheint nämlich mit anderen Türen verbunden zu sein. Offensichtlicherweise, da ich immer unterschiedliche Sounds höre. Also der Sound bedeutet, eine Tür ist aufgegangen. Definitiv nicht diese hier. Ich kenne mich mit Minecraft definitiv zu wenig aus. Merke ich gerade so. Okay. Ich bin zwar auf dem Dachboden. Ich weiß nicht, ob das gedacht war, dass man durch diese... Ihr verdammten Schweine! Die Tür ist offen, wette ich, oder? Die Tür ist eigentlich hier angebracht und hat sich so rum geöffnet. Die war niemals zu. Auf jeden Fall über der Tür. Wurde gesagt, damit meine ich, denke ich, dass unter der Eingangstür gemeint ist. Was ist jetzt passiert? Sag nicht, das ist schon wieder abgekackt. So, hier bin ich wieder. Okay, nachdem Minecraft schon wieder abgekratzt ist. Fragt mich nicht, wieso das andauernd abkratzt. Ich habe die aktuelle Version von Java und verdammt nochmal, hier geht's hoch. Stolz auf mich. Naturgelegen. Ja. Gesundes Biotop. Wette ich. Da jetzt abgekratzt wäre. Ah, die Tipps scheinen einem zum nächsten zu führen, aber. Also Tipp 1.1.1.1.2.1.3 und so weiter. Ah. Da die Tür jetzt hier hinten auch offen ist, wahrscheinlich weil ich den einen Schalter da betätigt habe. Ich glaube, ich bin gerade bei Shadow. Boah, wenn ich jetzt da reingekommen bin. Über der Tür hinter Büchern. Fick mich, hohe CPU-Auslastung wegen Fraps? Okay, das heißt, das nehme ich jetzt als offizielle Erlaubnis in der Bücherei, hinter den Büchern, die Bücher kaputt zu machen. Immerhin soll es ja dahinter sein. Und wie soll ich bitte schon dahinter kommen, ohne sie kaputt zu machen? Oder ist das die Bücherei? Das andere war nur so eine Fake-Bücherei. Da komme ich auf jeden Fall weiter. Ach, da oben, klar. Hier konnte ich runter gucken, aber nicht runter, weil mir das im Weg war. Ich höre die Küche. Verdammt, da hat sich eben wieder eine Tür geöffnet. Oder geschlossen, von alleine.
Kann man unter Wolle irgendwelche Blöcke verstecken, damit die aktiviert werden, wenn man auf die Wolle drauf tritt? Nein, da ist nichts. Irgendwie liebe ich diese Wasserverstecke in diesem Spiel, ich weiß auch nicht. Na. Wie stellt ihr euch vor, dass ich diese ganzen Scheißschlösser, alle Türen mit diesem einen Schalter bei in der Küche aufmache? Oder den Geheimschalter in dem Garten? Das komplett kürre, dass hier andauernd Türen auf und zu gehen. Ich könnte jetzt hier einfach warten, dass die Tür aufgeht, aber das wäre langweilig. Das habe ich auch keine Lust. Und ihr wollt es garantiert auch nicht sehen. Ehrlich, wer hat sich diesen Scheiß überhaupt ausgedacht? Also natürlich ist es klar, wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat, aber wer hat sich verdammt nochmal diesen Scheiß ausgedacht? Na, wenigstens ist die Tür nicht zugegangen, weil wenn die zu wäre, wäre ich hier so etwas festsitzen. Ist auch nicht so. Komm mir verdächtig vor. Vor allem, dass hier eine Strömung ist, finde ich verdächtig. Soll das der Abfluss sein? Schön an der Toilette baden ist ja auch mal was. Über Türen. Sind für mich auch definitiv, wenn man hier sowas sein soll. Nichts da. Komm, wenn ihr sowas macht, dann muss man doch erwarten, dass da irgendwas versteckt ist. Das ist so offensichtlich. Genauso wie die Stecke direkt da drüber über den Punkt als Markierung. Aber da ist ja auch nichts. Das war eben nur so als Beweis, dass das so, ne, verdächtig war. Nicht so, weil ich es aufmachen wollte, um zu zeigen. What the hell? Ah, die beiden Klos sind verbunden. Hier total am Arsch, Gott. Ich habe eine Sache gefunden. Und das war wahrscheinlich die einfachste im ganzen Level. Ja, 1.1 in der Bücherei und den 1.3 hat mir gesagt, über der Treppe. Ja, diese Bücherei. Ich über der Treppe über Dings da. Über der Tür. Links und hier nochmal runter. Ich weiß, dass ich hier runtergekommen bin. Aber einer von den probieren wir sie aufzubekommen, Türen. Wisst ihr, dass ich euch vielleicht für diese Map hassen werde? Dieser Raum ist cool.
Lass gleich das wieder aus. Players Room. Entschuldigung. So. Nee, ich mich jetzt schlafen. In einem Spukhaus sollte man nicht in der Nacht herziehen. Hier sind auch keine Geheimblöcke versteckt. Auch wenn ziemlich okay. Dass in dem Raum des eigenen Spielers was versteckt ist, ist auch ziemlich unlogisch. Der wüsste dann ja wahrscheinlich, dass es in seinem Zimmer ist. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, was in den Köpfen der Leute, die das hier fabriziert haben, vor sich geht. Über der Tür hinter Büchern. Es müsste hier irgendwo sein. Also wenn ich diese Welt noch öfter laden muss, kriege ich eine Klatsche. Oh, ich kann ihn nicht wieder hintun. Verdammt. Aber es war doch, da stand über der... Oh. Tut mir leid. War keine Absicht. Ha, über der Tür. Okay, da brauche ich noch ein Stick und... ein Stick und zwei Diamanten. Ich glaube jetzt nicht auf Steine, weil es tut an der Hand weh. Das mit den Büchern tut mir leid. Komm. Damit ist wenigstens links und rechts davon schön passend aussieht. Als wenn das irgendwie so ein Thron oder ein Weg dazu wäre und irgendeine Nische dafür. Jetzt passt das auch wieder optisch. Also so welche Hinweise wie hinter dem und so, das scheinen ja wirklich Aufforderungen zu sein laut dem. Item 5 ist im Keller. Item 5 im Keller. Keller war nur Diskothek. Ich glaube nicht, dass du als... Ah, Spinnnetz. Wieso hat ihr auch Spinnnetze hingebaut? Mal ehrlich. Okay, Shadows Lava Pool. Die Spinnnetze sind so leicht nervig. Wie immer an mich selbst, wenn ich jemals sowas machen sollte. Spinnnetze draußen lassen. Es ist offensichtlich, dass ich an diese Kiste da soll. Es ist auch offensichtlich, dass ich an diese Kiste nur komme, wenn ich hier irgendwas kaputt mache, um dann da ranzukommen. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach gemacht sein soll, dass man da was kaputt machen muss. Natürlich, das wäre der einfache Weg, aber nein. Wenn ich einen Hinweis finde, ja, mach's kaputt, dann mache ich es auch. Aber nein, so nicht. Nicht mit mir. Oh, hier sind ja auch noch welche.